Was ich interessant fand, Christian, Bert, Sie haben gesagt, Sie sind jetzt schon länger unterwegs mit diesen Insekten. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Haben Sie schon als Kind irgendwelche Tausendfüßler in Ihrem Zimmer gehabt? Oder, also bei uns war es wirklich der Start mit diesem Bericht von der FAO, der Welternährungsorganisation. Weil ich habe mir schon immer Gedanken gemacht, wie können wir unser Ernährungssystem nachhaltiger gestalten. Und habe dann diese Herausforderung angenommen, im Wissen, dass natürlich die rechtliche Komponente zum einen Punkt, das war natürlich ein sehr langwieriger Weg, während 4 Jahren sehr intensiv auch hier in Bern, damit wir hier die Grundlagen schaffen könnten, um eine sichere Produkte auf den Markt bringen zu können. Und auf der anderen Seite natürlich den Weg, den wir aktuell gehen, ist, dass wir die Produkte entsprechend im Markt positionieren, dass die Leute auch bereit sind, sich auf Speiseinsekten einzulassen. Eben, Sie haben gesagt, es ist ein internationaler Anstoß, gab es eigentlich. In Asien oder auch in Afrika werden Insekten bereits gegessen, auch Maden und so. Haben Sie da vor Ort auch Studien betrieben? Wir haben uns natürlich ausgetauscht, aber jede Kultur hat wieder andere Anforderungen an die Lebensmittel, die wir konsumieren. Also wir haben eine westliche Version erschaffen, die wir natürlich auch konstant verbessern, das Feedback mit dazu nehmen und dadurch die Produkte entwickeln, weil wir können nicht eins zu eins das nehmen, was in Afrika, in Asien oder in Lateinamerika gegessen wird. Das wäre bei uns kulturell nicht akzeptiert. Wie haben Sie den Ekel überwunden? Hatten Sie den nie? Das war bei mir natürlich auch, als ich vor dem ersten Mehlwurm gesessen bin auf dem Teller. Der Punkt ist natürlich, man muss es probieren. Und das braucht... Augen zu und durch. Ja. Okay. Wäre das was für Sie, Frau Bemba? Also ich habe auch schon Insekten probiert. Ich bin keine Kundin, Entschuldigung. Für mich ist der Genuss beim Essen extrem wichtig und mir schmecken extrem wenige von den Produkten, pflanzlichen Produkten selbst, die es auf dem Markt gibt. Für mich muss wirklich der Geschmack komplett überzeugen und daran arbeiten wir und bei uns sollte es nie Überwindung geben, Produkte zu probieren. Das ist mein Ziel. Was ja interessant ist, eben Sie haben erwähnt, Sie haben fast keine Zusatzstoffe, aber bei ganz vielen eben so verarbeiteten Pflanzenersatzprodukten gibt es sehr viele Zusatzstoffe. Also manchmal hat man das Gefühl, man isst irgendein Produkt aus dem Labor. Wieso kommen Sie ohne aus? Wir haben bei uns Technologien entwickelt, die es erlauben, die Produkte ohne Zusatzstoffe herzustellen. Und bei uns ist das einfach das Credo in der Firma und unsere Kultur ist darauf ausgerichtet in der Firma, dass wir ohne Zusatzstoffe auskommen. Es braucht einige Umwege, es braucht ziemlich viel Kreativität und neue Technologien, um das zu schaffen. Manchmal muss man auch, starten wir auch mit Produkten, die ein bisschen teurer sind in der Herstellung als bei unseren Competitoren, Wettbewerbern. Aber für uns ist das der einzig richtige Weg, dass jeder Zutat, die in unseren Produkten drin ist, muss nicht einfach nur eine technologische Funktion übernehmen, sondern muss auch eine Funktion in der Ernährung übernehmen, eine Funktion im Geschmack übernehmen und wir machen nicht einfach den Küchenschrank auf und mischen Farben und Aroma und ein paar Verdickungsmittel zusammen. Halten Ihre Produkte denn weniger lang als andere, eben vegane Produkte? Wir würden uns das Leben schon einfacher machen mit Konservierungsmitteln, was wir auch nicht verwenden. Aber wir verwenden zum Beispiel in unseren Marinaden Essig und Zitronensaft. Und das wissen wir alle, dass das hilft beispielsweise, die Haltbarkeit zu verlängern auf ganz natürliche Art und Weise. Frau Spori, wenn Sie von Food Waste her das betrachten, werfen eigentlich Veganerinnen oder Vegetarier weniger Lebensmittel weg als andere? Ich kenne dazu keine Studie. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt ja ganz viele Wege, wie man zu nachhaltiger Ernährung kommt. Die einen fangen an mit dem Plastik reduzieren, die anderen vielleicht vegetarisch zu werden, die dritten mit lokalen Produkten. Sprich,
wenn man sich mit dem Essen auseinandersetzt, hat man wahrscheinlich schon ein paar Gedankengänge gemacht. Und ich denke, dass man vegan wird, da muss man ja wirklich eben auch überzeugt sein, ja, und eingesehen haben, wie groß unser Einfluss über die Ernährung ist. Daher kann ich mir vorstellen, dass jemand, der sich vegan ernährt, auch weniger Lebensmittel wegwirft, weil einfach das Thema Ernährung ein großes Thema für die Person ist. Aber wie gesagt, ich kann das nicht mit Studien belegen. Wir reden über die Ernährung der Zukunft. Wenn man die Zahlen anschaut, 0,6% der Menschen in der Schweiz ernähren sich vegan, ungefähr 3,5, glaube ich, vegetarisch. Das ist doch ein ganz kleiner Teil. Kürzlich hat die Reformkette Müller ihre Läden geschlossen. Viele Bioläden haben Mühe zu überleben. Ist dieser Hype nicht vorbei? Also wenn man ihnen zuhört, da geht es ja nur aufwärts. Ist das einfach so... ja, das Pfeifen im Walde oder sind wir falsch informiert? Also der Anteil von Vegetariern in der Schweiz ist wesentlich höher als 3%. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist 15, aber vielleicht können wir da nochmal die richtigen Zahlen raussuchen fürs Publikum. Der Hype, es ist gar kein Hype, sondern es ist ein Wandel, der vorwärts gehen muss. Also wir sind auch vom Klimawandel her gezwungen, diesen Wandel voranzutreiben. Was wir sehen, ist, dass viele schlechte Produkte im Regal dazu führen, dass die Konsumenten vielleicht nicht nochmal was probieren und wirklich diesen Wandel machen. Und deshalb sind wir darauf fokussiert, gute Produkte zu machen, die auch wieder gekauft werden, die Spaß machen, konsumiert zu werden. Und das führt auch bei uns dazu, dass wir Wachstum sehen und auch weiterhin Wachstum sehen, der höher ist als der Wachstum oder vielleicht sogar das Schrumpfen von der ganzen Kategorie in den letzten paar Monaten. Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Bert? Bezüglich unseren Produkten oder allgemein? Des allgemein, ja. Ich sehe wie so ein bisschen zwei Seiten. Einerseits sehe ich, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft gestiegen ist. Auf der anderen Seite ist Bewusstsein nicht gleich auch die Entscheidung. Also wir haben so diese gewisse Divergenz, auch was zum Teil unter Freunden Austausch, ja, ich ernähre mich nachhaltig, aber dann, wenn man in den Warenkorb guckt, dann ist es vielleicht nicht ganz so. Und ich glaube, da sind wir auch gezwungen, alle zusammen mit den Data-Händlern, dass die Angebote bestehen, um eben das dem Kunden möglichst einfach zu machen, die Ernährung auch entsprechend anzupassen. Aber beim Preis, da hört schon bei vielen eigentlich das Verständnis auf, oder? Gut, das ist leider so, dass wir sehr preisgetrieben sind in unserem Konsum. Und da sind wir alle angehalten, die im Markt aktiv sind, natürlich auch vergleichbare Angebote bieten zu können, um es eben dem Konsumenten einfach zu machen, eine nachhaltigere Ernährung auf dem Tisch zu haben. Eine erste Runde. Fragen aus dem Publikum. Eben, wir können nicht ganz viele nehmen, aber so 3, 4 Fragen. Da haben wir schon Zeit. Es ist vielleicht sich zuerst kurz vorstellen? Beat Dietschi, früher bei Bob Ferrale, Direktor. Es ist vielleicht noch zu früh angesichts dieser Entwicklung, das zu fragen, aber trotzdem, das treibt mich natürlich um. Für Klimawandel ist das alles sehr relevant. Wie steht es denn in der Bekämpfung von Hunger und Unterernährung? Was können diese Ansätze dazu beitragen? Sind sie, und das ist ja das größere Problem, wenn man sieht, wie viele Menschen an diesen Faktoren sterben? Wollen Sie zuerst anfangen, Frau Wemmer? Ja, sehr gerne. Ich glaube, das, was wir uns bewusst sein müssen, ist, dass die Lebensmittelwertschöpfungsketten global extrem vernetzt sind. Und mit unserem Handel hier, mit beispielsweise Druck auf Preise für gewisse Rohstoffe, verändern wir auch die Agrarpolitik in ganz vielen Ländern auf der Welt, die einen großen Effekt haben auf Unterernährung in diesen Ländern. Und wir müssen wirklich daran arbeiten, wofür wir uns einsetzen, dass die Lebensmittelwertschöpfungsketten komplett umgedacht werden, um so solche Ungleichgewichte auch wieder ins Lot zu bringen. Bei uns ist es so, dass wir vom Technologieperspektive her nicht so stark ausgeprägt sind, sprich wir mit Insektenzucht durchaus Lösungen, lokale Lösungen bieten können. Und das ist auch, was
diverse Kollegen, die bei uns im Sektor aktiv sind, auch, in Ländern, wo der Hunger ein Problem ist, aktiv sind, um eben lokale Organisationen zu befähigen, Insekten zu züchten, die dort zu verarbeiten, mit lokalen Seitenströmen. Und das ist bei uns auch das Ziel, dass wir nicht Seitenströme importieren, sondern in der Schweiz mit Seitenströmen arbeiten und das natürlich auch in asiatischen Ländern, in afrikanischen Ländern ermöglichen, dass dieser Wissenstransfer stattfindet, dass die Leute sich selbst helfen können. Genau. Eben, also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie natürlich auch, Ihre Produkte werden nicht wahnsinnig aufwendig hergestellt. Also es könnte von daher vielleicht eher eine Chance sein, eben auch in ärmeren Ländern dann zu produzieren. Also hier geht es wirklich um diese Primärproduktion, sprich die Insektenzucht. Man kann es wirklich mit Handarbeit, also da braucht es wirklich nicht viel dazu. Und dann hat man direkt diese hochwertigen Nährstoffe, die verfügbar sind, und die von Menschen direkt genossen werden können. Ja. Und vielleicht ganz kurz, und wir haben ja nicht das Problem, dass es weltweit nicht genug Nährstoffe zur Verfügung gibt. Wir haben das Problem, es wird extrem viel weggeschmissen, es wird extrem viel an Tiere verfüttert, was ineffizient ist, und es ist schlecht verteilt, und der Klimawandel führt dazu, dass wir in manchen Regionen Sachen gar nicht mehr anpflanzen können. Und ich glaube, all die Lösungen, die wir jetzt präsentiert haben, tragen dazu bei. Hier haben wir noch eine Frage. Ja, wenn wir schon gleich da sind. Lieselotte Rohrbach, wie werden die Insekten getötet? Ja, eine extrem wichtige Frage. Und das war auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir setzen alle Experten zusammen und schauen das an. Die einfachste Art und Weise, die auch dem Konsumenten einfach zu erklären wäre, wir kühlen die Temperatur ab, die fallen in einen Winterschlaf und dann können wir sie verarbeiten. Nur auch im Austausch mit Tierschutzorganisationen, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, es muss schnell gehen. Und deswegen werden bei uns die Insekten direkt ins heiße Wasser getaucht und dann sind es Zeiten von 0,02 Sekunden. Sprich, in dieser Zeit kann gar kein Signal weitergegeben werden. Weil wir sehen. Genau. Also gut, Insekten haben kein zentrales Nervensystem, die haben ein sogenanntes Punktnervensystem. Und das sind natürlich Themen, die für uns sehr wichtig sind, weil wir sagen, wir wollen nicht ein neues Problem kreieren, sondern wir wollen bestehende Probleme auflösen. Und da müssen wir mit allen Stakeholdern zusammenarbeiten. Aber ja, Insekten sind Lebewesen und entsprechend müssen wir auch mit den Insekten korrekt umgehen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen, ja. Vielleicht auf der Seite, ist da Ruhe, Andächtige, da, gut. Moment. Ich heiße Rosmarie Stähli und ich frage mich, gibt es denn in der Produktion von den Planted-Produkten auch Nebenprodukte, Nebenströme, Und werden die verarbeitet oder nicht? Oder gibt das Abfall? Sie sprechen viel von Technologien und ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch Nebenprodukte anfallen. Und ich finde es wichtig, dass auch Nebenprodukte möglichst verarbeitet werden. Ja, es ist extrem wichtig. Also in unserer eigenen Produktion gibt es natürlich Abfälle, wie in jeder Lebensmittelproduktion. Wenn jemandem was auf den Boden fällt, können wir das für nichts verwenden. Das ist auch kein Nebenproduktstrom. Das geht einfach in den Bioabfall. Und das versuchen wir natürlich zu reduzieren, sowohl aus Nachhaltigkeitsgründen als auch aus finanziellen Gründen. Alle anderen Nebenproduktströme in unserer Produktion können wir bei uns intern weiterverwenden und die werden so nicht verschwendet. Wo bei uns Nebenprodukte anfallen, ist bei der Proteinherstellung. Also die Erbsen werden bei uns in Proteinpulver umgewandelt und dabei bleibt die Stärke von der Erbse übrig, weil wir wollen nicht, dass unser Fleisch extrem reich an Kohlenhydraten ist, weil dann würde es das Werteversprechen vom Fleisch nicht mehr widerspiegeln. Und wir arbeiten bei uns in der Forschung daran, dass wir diese Erbsenstärke, die
momentan einfach an andere Verarbeiter geht, zum Beispiel für Teigwarenherstellung, arbeiten wir daran, dadurch, dass wir immer mehr Erbsen benötigen, müssen wir diese auch selber nutzen können. Und wir arbeiten speziell mit unseren Fermentationstechnologien daran, dass wir das in Zukunft möglich machen können, weil das für uns extrem relevant ist. Das ist ein Schritt. Der andere Schritt ist, dass wir immer mehr in Richtung weniger verarbeiteter Erbsenprodukte gehen und so auch immer weniger Nebenproduktströme in diesem Herstellungsschritt generieren. Aber es ist extrem wichtig. Vielen Dank. Noch zwei Fragen, würde ich sagen. Ja, das ist ein bisschen schlecht vom Ort her. Wir müssen leicht hier in der Mitte. Es ist manchmal ein bisschen eng, deshalb gibt es. Aber wir haben es super gelöst mit dem Mikrofon. Kurt Rögemüller in Bern, gestrandeter Bauernsohn. Zwei Fragen. Warum sprechen wir eigentlich immer von Fleisch, wenn wir uns um pflanzliche Ernährung mit dem befassen oder ihre Produkte so genannt werden? Und die zweite Frage ist, wo wächst das eigentlich alles, wenn ich mich in der Schweiz in einem grünen Land bewege, dann frage ich mich, wo sind die Erbsen? Mhm. Gut, die erste Frage, die ist, glaube ich, sehr bekannt. Ich hatte mir auch aufnotiert, wieso spricht man vom gewachsenen Poulet und vom veganen Speckwürfeli. Mhm. Eigentlich hat es ja damit gar nichts zu tun. Für uns, manche von Ihnen haben vielleicht die Diskussion diese Woche auch in der Zeitung oder im Fernsehen mitverfolgt. Da könnte ich jetzt einen stundenlangen Monolog führen, aber ich versuche es kurz zu halten. Für uns ist das Begehren, Fleisch zu essen, heißt, dass man Proteine zu sich nehmen möchte, einen gewissen Biss, Geschmack haben möchte und die Produkte in bestimmten Gerichten einsetzen können möchte. Und sie sind oft der Mittelpunkt von einem Teller, das sind die Fleischprodukte. Und Fleisch ist für uns, das Wort Fleisch ist für uns ein Vektor für das. Wir glauben nicht, dass Konsumenten Fleisch essen wollen, weil sie wollen, dass dann getötetes Tier auf dem Teller liegt. Und diesen Vektor können wir abbilden mit unseren Produkten. Und deshalb benutzen wir das Wort auch sehr gerne. Auch solange wir noch dürfen, benutzen wir das sehr gerne. Und wir glauben, dass wir den Konsumenten wirklich damit informieren können, mit zum Beispiel Poulet geschnetzeltem, wie er das einsetzen kann. Wir haben auch andere Produkte, zum Beispiel unser Pult. Das ist kein Tierbegriff. Niemand weiß, was er damit machen soll. Niemand kann im, was weiß ich, Betty Bossi Buch nachschauen, was mache ich mit Pult, weil es existiert in unserer Küche gar nicht. Und wir wollen nicht, dass Konsumenten ihr Verhalten ändern müssen, um was zu tun, sondern wir wollen einfach, dass sie ein Produkt nehmen können, in ihrem bestehenden Verhalten ihre Rezepte von den Eltern, von den Großeltern kochen wollen. Und dafür sind diese Begriffe für uns relevant. Also man muss uns gefaktes Fleisch vorsetzen, weil wir zu doof sind, das zu akzeptieren. Also man muss uns überlisten quasi. Nein, wir müssen kommunizieren, dass das Produkt ist wie Fleisch oder wie Poulet und dass es gleich eingesetzt werden kann. Und dafür braucht es diese schnelle Information an einem Supermarktregal, wo man oft auch sehr wenig Zeit hat, irgendeine Entscheidung zu treffen, was man jetzt genau konsumieren möchte. Mit Täusch oder Überlisten hat es gar nichts zu tun, weil für uns ist Vertrauen der Konsumenten das A und O als Marke. Und da haben wir auf jeden Fall nicht das Ziel, irgendjemanden zu überlisten oder zu täuschen. Zu der zweiten Frage, wir beziehen unsere Rohmaterialien, die wir momentan aus der Schweiz beziehen können, beziehen wir aus der Schweiz, wie das Rapsöl. Unsere Proteine kommen aus Europa. Erbsen vor allem aus dem Westen, der Hafer vor allem aus dem Norden und die Sonnenblumen eher aus dem Osten von Europa. Wir haben jetzt aber allerdings im letzten Jahr auch das erste Mal Schweizer Erbsen eingekauft und müssen jetzt mit diesen Schweizer Erbsen die ganze Wertschöpfungskette durchlaufen und lernen, wie wir damit umgehen können, weil für uns ist es das Ziel, dass wir auch die Landwirtschaft in der Schweiz stärker einbinden können. Vielen Dank. Noch eine Frage. Da hinten. Verena Hablützel. Wie steht es mit Vitamin B12 und Eisen bei den Insekten und bei Planted? Bei den Insekten ist es so, es kommt ein bisschen auf die Art darauf an, aber wir haben natürlich Vitamin B12 enthalten, da setzen wir nichts zu. Wir haben Eisen enthalten, da laufen auch aktuell Studien, wie gut, weil Eisen kann man haben, aber ob es dann gut vom Körper aufgenommen wird, das ist nochmal eine andere Diskussion. Da sind wir aktuell an
Humanstudien mit, zusammen mit der ETH. Genau. Vielen Dank. Wir machen hier einen Punkt. Wir haben ja dann noch Gelegenheit, eben die Produkte zu probieren in der Pause. Und Food Waste, damit sind wir eigentlich während der ganzen Zeit konfrontiert. Wir haben jeweils zum Apero Produkte von gestern, also Backwaren heute von gestern, die eingesammelt werden durch die ESPA. Also da gibt es genügend Anknüpfungspunkte. Vielen Dank für den Moment. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter.